was dir vielleicht als langjähriger Fotograf oder Hobbyfotograf schon total geläufig ist, nämlich wie man ein Objektiv wechselt, das ist vielleicht nicht jedem Anfänger sofort klar. Aber deswegen bin ja ich da. Heute sage ich dir nicht, wie du das Objektiv wechseln solltest, sondern wie du es auf keinen Fall wechseln solltest. Und natürlich ist darin gleich die Lösung enthalten, wie du es wechseln solltest. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Ja, ihr habt eine Kamera in der Hand und wollt euer Objektiv wechseln. Klarer Fall, oder? Ihr drückt den Knopf, dreht hier rum, macht's ab und baut das nächste drauf. Und da ist schon der erste Fehler passiert. Dem einen oder anderen ist es vielleicht gleich aufgefallen, ich habe die Kamera falsch rum gehalten. Aber fangen wir mal kurz ganz von vorne an. Das soll ja kein Riesenvideo werden. Welche Wetterlagen könnten denn vielleicht hinderlich sein? Heute Morgen hat es den ganzen Tag bis jetzt schon geregnet. Im Wasser solltet ihr natürlich auf keinen Fall euer Objektiv wechseln. Also nicht unter Wasser natürlich sowieso nicht, aber bei Regen wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig. Ihr könnt euch natürlich schützen, indem ihr einfach einen Regenschirm habt, indem ihr unter ein Dach geht, unter einen Baum geht oder indem ihr euren Oberkörper nehmt. Ihr beugt euch einfach nach vorne, in dem Moment seid ihr das Dach für die Kamera und für das Objektiv und in dem Moment könnt ihr halbwegs trocken euer Objektiv wechseln. Empfehlen tue ich es nicht, aber ich habe es auch schon häufig gemacht. Manchmal geht es halt einfach auch nicht anders. Ich würde auch das Objektiv auf keinen Fall wechseln, wenn ich irgendwie in einem Wüstensturm stehe. Ja, ich bin irgendwo dort, wo sandig ist, dort, wo es staubig ist und mich umbläst ein stürmischer Wind. Auch da würde ich auf keinen Fall jetzt hier unbedingt den Sensor freilegen wollen. Also äußere Witterungseinflüsse sollte jedem natürlich klar sein, dass das nicht unbedingt der empfindliche Sensor da drin so gerne hat. Ja? Also, jetzt ist ja wieder gutes Wetter, jetzt hat sich das Ganze wieder beruhigt. Jetzt kann ich euch einmal zeigen, wie ich so ein Objektiv wechseln würde. Und da komme ich zum ersten und wahrscheinlich wichtigsten Trick in diesem Video. Auf keinen Fall solltest du das Objektiv nach oben halten, denn hier um den Sensor, um den Rand, ich zeige euch das nochmal hier, hier umlaufend, dort sammelt sich im Lauf der Zeit Staub an. Ja? Und der führt natürlich jetzt dazu, dass wenn ich das Ganze jetzt so nach oben öffne, dass ein Teil davon natürlich schon nach innen fällt. Und na klar, jeder gute Fotograf hat einen Pümpel dabei, ein kleines Blasegerät. Ja? Dann könnt ihr natürlich den Staub erstmal hier vor allem im Bajonettbereich abblasen. Trotzdem, da sind teilweise Gummidichtungen und da klebt manchmal auch so ein Sandkörnchen dran. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, es nach oben zu wechseln. Ja? Sehe ich immer wieder auf meinen Workshop-Reisen, dass manche Teilnehmer das so rumwechseln. Was auch dazu gehört, ihr solltet das andere Objektiv schon mal vorbereiten. Ja? Das sollte irgendwo, vielleicht auf eurem Rucksack, irgendwo abgestellt sein, auf einer Tischplatte natürlich idealerweise, aber die hat man nicht immer dabei. Ja? Oder vielleicht im Kofferraum. Also ihr habt das schon mal vorbereitet. Das heißt, der Deckel ist schon mal angelüpft, liegt aber noch drauf auf dem anderen Objektiv. Wir wollen ja nicht, dass Staub drauf fällt. Ich mache jetzt hier schon wieder eine Wissenschaft raus. Es ist natürlich total einfach. Ihr öffnet das Ganze. Und jetzt versucht ihr halt einfach so kurz wie möglich diesen Zustand beizubehalten. Ja? Das heißt, zuerst baue ich den Body, weil der Sensor ist empfindlicher wie die Rückseite dieses Objektivs, weil das kann ich besser reinigen. Ja? Den Sensor möchte ich nicht so oft reinigen. Einmal im Jahr, alle zwei Jahre einmal muss reichen. Ja? Und ich verstehe auch nicht die Fotografen, die immer wieder sagen, sie haben so viel Staub auf ihrem Sensor. Ich meine, ich mache auch sau viele Fotos und ich habe kaum Staub auf meinem Sensor. Und vielleicht hat das mit der Methode zu tun und mit der Umsichtigkeit, die jetzt ich hier anwende, dass ich halt einfach sage, kurze Kontaktzeiten, ja, den Body jetzt nicht einfach irgendwo hinstellen. So im Video mache ich es jetzt natürlich extra falsch für euch, ja, auch auf keinen Fall nach so rum irgendwo hinstellen. Dann fällt ja was nach innen, ist doch klar, ja. Also, dann gehe ich sofort auf das vorbereitete Objektivdeckelchen ab, klick's und das hier ist gesaved. Und dann kommt der übrige Deckel hier drauf und der Vorgang ist abgeschlossen. Ja, ja, noch ein Tipp für alle, die die Funktion haben. Hier bei der Sony im Werkzeugkoffer, letzte Einstellung, könnt ihr eine Anti-Staub-Funktion aktivieren. Das heißt, Vorhang bei Aus stellt ihr auf ein. Das bedeutet, wenn ihr jetzt die Kamera ausschaltet, dann kommt noch mal hier eine Warnung, dass ihr es nicht direkt ein Sonnenlicht aussetzen solltet, weil sonst brennt sich natürlich der Brennpunkt des Objektivs in dieses dünne Kunststoffrollo rein. Ja, aber wenn ihr das alles beachtet, dann ist das natürlich sinnvoll vor dem Objektivwechsel, wenn ihr das einstellt, denn dann wird der Sensor durch dieses kleine Rollo eben noch geschützt. Und das ist natürlich perfekt, um weiteren Staub auszuschließen und zu verhindern. Also das ist eigentlich im Grunde schon das Wichtigste. Wie gesagt, zuerst ein bisschen sauber machen, entweder mit so einem Pümpel oder es gibt ja auch diesen
Ich verlinke euch das alles mal unten rein. Selbstverständlich, muss ja auch von was leben, ne? Aber ich habe jetzt natürlich hier keinen Auftrag, euch dieses Teil vorzustellen. Den kennt ihr ja schon, das ist der Nightcore Blower. Das ist etwas, was man nicht gerne ausgibt. Das Ding kostet, glaube ich, so um die 90 Euro. Aber ich verspreche euch, wenn ihr ihn gekauft habt, ihr verwendet ihn ständig. Zum Abblasen der Tastatur oder wenn ihr von einer Reise zurückkommt für die Kamera. Aber natürlich könnt ihr den auch verwenden. Und der Pinsel ist natürlich hier besonders praktisch, weil er natürlich den Staub auch anlöst. Ja? Also das heißt, in dem Moment, wo ich mit dem Pinselchen an dem Staubkörnchen vorbei schramme, wird das natürlich auch mit weggeschleudert durch die starke Druckluft. Ja? Wohingegen, wenn ich einfach nur den Blasebalg verwende, dann muss das halt reichen. Den nehme ich übrigens auch sehr gerne für den Sensor. Da würde ich jetzt ungern mit dem Pinsel draufgehen. Ja? Kurz vor den Sensor stoppen. Kräftige Stöße und dann ist auch teilweise das Staubkorn wieder weg. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so selten meine Sensoren reinige, weil das meiste mache ich tatsächlich mit so einem starken Druck. Ich verlinke euch mal einen unten rein. Ich suche mal im Internet, ob ich einen schönen großen finde, so wie hier, weil die kleinen, die sind zwar schön für den Rucksack, aber hier habt ihr halt einfach mehr Power. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wir müssen das Video nicht noch künstlicher in die Länge ziehen, wie ich es eh schon gemacht habe. Ja? Also wichtigster Tipp, nicht nach oben halten, das andere Objektiv vorbereiten, dann den eigentlichen Umschließvorgang möglichst kurz halten. Und das ist schon der Trick, ja, für alle Anfänger. Die Fortgeschrittenen unter euch haben es mit Sicherheit schon gewusst. Danke, dass euch das interessiert hat, dass ihr mich unterstützt mit einem Kommentar, mit einem Like und teilt das Video an eure Fotofreunde. Das hilft mir unheimlich. Danke fürs Reinschauen, bis zu einem nächsten Video mal wieder. Und tschüss.